Ich meine, früher hieß es ja immer, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und die gleichen Stimmen sagen heute, Waffen für den Frieden. Woher kommt Ihrer Meinung nach die Eskalationsbereitschaft und das scheinbar mangelnde Verständnis für die potenzielle Gefahr einer Ausweitung dieses Konfliktes? Nee, im Kern besteht das Problem darin, dass wir Menschen in der Politik haben, die aus mangelnder Kompetenz, aus Ignoranz heraus, diese Politik, wie wir sie jetzt betreiben, seit dem letzten Regierungswechsel, das hat mich eigentlich nicht überrascht, diese Entwicklung. Sie hat mich eher enttäuscht. Vor allen Dingen der Fanatismus, mit dem diese Politik betrieben wird, ohne, sozusagen mit Scheuklappen, ohne nach links und rechts zu schauen, ohne Rücksichtnahme auf das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung, aber auch ohne zu bedenken, welche Konsequenzen diese Politik für die ukrainische Bevölkerung hat, die unter diesem Krieg leidet, mit Hunderttausenden Toten, mit der Zerstörung dieses Landes, sagte ein deutscher Minister bei seinem Besuch in der Ukraine, die Ukraine wird gewinnen, weil sie gewinnen muss. Das ist keine Politik, das ist Fanatismus. Das ist schon eine große Enttäuschung. Vor allen Dingen auch deshalb, weil damit alles über Bord geworfen wird, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben und was wir in den letzten Jahrzehnten aus dieser Erfahrung heraus gerade in unserer Außen- und Sicherheitspolitik angewendet haben. Eine Politik, die zur Wiedervereinigung unseres Landes geführt hat. Eine Politik, die dazu geführt hat, dass wir über Jahrzehnte in Sicherheit und im Wohlergehen leben konnten. Das alles wird gefährdet, weil diese Politik eben ohne Rücksichtnahme auf die Risiken, denn Sie haben die Frage der Eskalation ja erwähnt, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die das für das ukrainische Volk bedeutet, aber auch die Konsequenzen, die das für uns bedeuten könnte, geführt wird. Das halte ich für unverantwortlich.